Ich konnte den Januar mit plus 2% beenden. Die großen Indizes waren alle im Minus. Jetzt das Portfolio-Update. Herzlich willkommen bei Value Investing 2050. Bevor ich euch jetzt die einzelne Performance meiner Aktien nochmal zeige und wie das sich unterscheidet bei den langfristigen Investments und bei den mittelfristigen, hier nochmal der Überblick von Morningstar, das sind alle Aktien und hier sieht man Forward KGV, Forward PE liegt bei meinen Aktien bei 8,86, wobei es gibt hier einzelne, zum Beispiel Kiwi und Shell, wo nichts angegeben ist, aber die meisten haben hier ein KGV um die 10 oder sogar unter 10, zum Beispiel Lenovo, Takeda, die ich zuletzt gekauft habe. Und trotz der guten Kursentwicklung auch noch British American Tobacco zum Beispiel, Pfizer, Viatris, Ping An. Also ich habe viele Aktien, die ein KGV um die 10 oder niedriger haben. Die Dividendenrendite hier, Dividend Yield, wird angegeben mit 4,4%. Das entspricht ungefähr dem, was ich also höchstwahrscheinlich dieses Jahr bekommen werde. Und hier die Payout Ratio wird angegeben mit 45%. Die ist meistens angegeben zum Gewinn. Für mich ein bisschen wichtiger ist die Payout Ratio in Relation zum Free Cash Flow und da haben meine Aktien im Durchschnitt hier 11%, also 11% der Marktkapitalisierung verdient sie pro Jahr als Free Cash Flow. Danach ist auch übrigens die Liste sortiert. Ihr könnt ja auf dem letzten Platz sehen, Kiwi, bei Shell gibt es keine Angaben. Kiwi, Sotterly Hotels, die hatte ich zuletzt gekauft und auch Service Property Trust, das sind meine beiden Rates, wo ich ja darauf setze, dass das Hotel-Business in den USA in diesem Jahr sich deutlich verbessert und dann auf dem letzten Platz quasi hier im positiven Bereich Coca-Cola mit nur 4%, aber das ist natürlich vergleichbar fast mit einer US-Staatsanleihe, das heißt man bekommt hier fast 3% Dividende bei Coca-Cola und das Risiko ist wirklich aus meiner Sicht dort gering. Okay, kurzer Überblick über die Aktien, jetzt können wir hier mal Anfang in der Vermögensaufstellung. Ich habe euch das hier ein bisschen größer gemacht von der Schriftart, dass man das auch erkennen kann. Ich habe ja mein Portfolio aufgeteilt. Das heißt, von der 100% investierten Summe sind 16% im Par-Price 36,50 Portfolio. In 36 Monaten mindestens 50% Rendite mit den Aktien. Das ist mein Ziel. Und da haben jetzt im Januar am besten performt Viatris mit plus 10%. Das ist die Ausgliederung oder der Spin-off von Pfizer. Da erwarte ich dieses Jahr noch eine weiterhin gute Entwicklung. Und auch Telefonica als Value-Aktie hat hier gut performt. Da habe ich schon den Trailing-Stop-Loss gesetzt. Möglicherweise wird die Aktie bald verkauft. Schlechter gelaufen im letzten Monat sind hier die anderen Sachen, die ich hier drin habe. Da aber Viatris und Telefonica, das könnt ihr hier sehen, relativ hochgewichtet sind mit ca. 3%. Am Ende hier nicht so dramatisch. Die Fintechs, Finvolution sind weitergefallen. Unten im Chart seht ihr mal den Langfristchart. Die fallen also hier. 360 Digitech ist auch in letzter Zeit eher gefallen. Sotterly Hotels, die habe ich ja relativ neu. Auch Service Property Trust, da mache ich mir jetzt nichts draus, wenn die um 4 oder 10% fallen. Kiwi ist auch weitergefallen. Da könnt ihr sehen, da hatte ich schon zweimal nachgekauft. Die haben aktuell eine Dividende von 15%, haben natürlich jetzt das politische Risiko mit Russland und wie es da weitergeht in Europa, aber an sich hier ein sehr attraktives Investment. Vipshop hier neutral im Monat. Und es wird hier deutlich grüner, wenn ich auf den zweiten Bereich meines Gesamtportfolios gehe und das sind die Brand- und Leader-Aktien, die ich möglichst für immer halten möchte oder sehr langfristig. 50% sind darin investiert und sehr gut gelaufen natürlich Energie und Tabak, die Value-Werte. Auch Alibaba plus 14% in diesem Jahr, vorne Royal Dutch Shell und BP. Bei Royal Dutch Shell habe ich jetzt auch eine Trailing Stop Loss Order zum Verkauf gesetzt. Mal sehen, ob die ausgeführt wird. Ping An hier gut im Plus, China Mobile alle zweistellig, Imperial Brands hat hier sogar noch Nachholbedarf im Vergleich zu British American Tobacco und größter Verlierer ist der Gewinner der letzten Monate, nämlich Pfizer mit minus 8%, Lenovo minus 3%, ihr könnt aber hier hinten sehen in der absoluten Performance, ich bin mit Pfizer immer noch 44% im Plus und möchte die auch weiterhin halten, seht da keinen Grund zum Verkaufen. Es gibt etwas Cash, ungefähr 4% und dann kommen noch meine beiden ETFs, Emerging Markets und S&P 500. Der Emerging Markets hat sich sogar im Plus gehalten.
S&P 500 hier mit minus 5,6%. Da läuft ja mein Sparplan. Da gibt es für mich sowieso dort nichts zu entscheiden oder anzuschauen. Hier könnt ihr das nochmal in der Tortengrafik sehen. Größten Positionen die beiden ETFs und dann kommen die ganzen Einzelaktien. Schauen wir hier nochmal in die Performance. Also ich bin jetzt hier, das ist Stand 1.1. Beziehungsweise seit 1.1.2022 bin ich jetzt hier, wie schon gesagt, bei plus 2%. Das ist jetzt hier schon ein Teil vom Februar. Also Gesamtportfolio plus 2% interner Zinsfuß. Und am besten gelaufen sind die Brand- und Leader-Aktien mit plus 6%. Am schlechtesten gelaufen sind die ETF-Sparpläne mit minus 3%. Und letztes Jahr, übrigens 2021, war es auch so, dass hier meine Einzelaktien die Sparpläne geschlagen haben. Im Januar jetzt setzt sich das fort. Schauen wir hier nochmal jetzt in die Einzelaktien rein. Hier könnt ihr das nochmal in der Übersicht sehen über alle Aktien oder alle Werte, die ich habe. Und da kann man natürlich sehen, es gibt hier auch Verlierer, aber ein bisschen der größere Teil spielt sich hier im positiven Bereich ab und dann kommt es natürlich auf die Gewichtung an. Das heißt, wie viel ist denn hier überhaupt investiert? Hier können wir es nochmal nach Kategorie sehen. Wie auch schon gesagt, hier am besten die Brand und Leaders. Auch jetzt leicht im Plus, aber eher bei 0 ist das 36,50, die mittelfristigen Investments und die Sparpläne haben am schlechtesten performt. Trotzdem komme ich auf die 2% und im Vergleich habe ich Nasdaq 100 geschlagen, DAX und S&P 500 und das freut mich sehr. Schauen wir mal auf die Dividenden, da ist im Januar nicht viel passiert, da gab es 46 Euro, bisher im Februar noch keine Dividende erhalten. Letztes Jahr gab es brutto ungefähr 3000 Euro. Mal sehen, dieses Jahr ist natürlich mein Ziel, dort deutlich darüber zu landen, habe ich mir aber jetzt noch nicht ausgerechnet. 3200, 3300 Euro, wenn ich noch weiter investiere, vielleicht 3500, das muss man dann noch sehen. Und nachdem ich jetzt hier euch den Überblick über alle Einzelaktien gezeigt habe, also ohne die ETFs, hier das jetzt nochmal nach Branche. Natürlich profitiere ich jetzt davon, dass Value aktuell dort Growth ein bisschen schlägt, aber es hat nicht nur was mit Value und Growth zu tun aus meiner Sicht. Ich habe hier eben 50% in defensiven Aktien, davon 25% überhaupt in Consumer Defensive und Healthcare. Ich habe unterdurchschnittlich wenig im Sensitive-Bereich im Gegensatz zum S&P 500 und ich habe auch in den zyklischen Werten weniger als im S&P 500 und das ist natürlich jetzt im Sinne der hohen Inflation und der Zinsängste wahrscheinlich genau das richtige Portfolio, um den Markt auszuperformen. Von den Regionen, das hätte ich nicht gedacht, habe ich mehr in Europa investiert als in Amerika. Ich habe mehr europäische Unternehmen, obwohl man das gar nicht denkt. Das sind aber natürlich internationale Konzerne aus Großbritannien. Und ich habe 21% in Asien, 4,2% Takeda in Japan und Asien Emerging, das ist China, 17%. Wie gesagt, diese Aufstellung ist ohne die ETFs. Und nach Region, warum so viel Europa und was ist das vielleicht nochmal interessant? BP, British American Tobacco, Grifols, Imperial Brands, Kiwi und Telefonica, alle Greater Europe und damit ist das meine stärkste Region. Wir können jetzt mal noch auf die Wikifolios schauen und bevor ich dort ins Detail gehe, möchte ich nochmal euch animieren, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal, liked das Video, schaut mal in den Mitgliederbereich, vielleicht schaffen wir ja die 5000 Abonnenten bis Jahresende, das wäre hier wirklich sehr schön und würde mich freuen. Ich habe hier mal mit eingeblendet den Vergleich zum DAX und zum Nasdaq. Obwohl das aus meiner Sicht so schlecht gelaufen ist eigentlich, das Paarpreis 36,50, habe ich trotzdem auch hier bei Wikifolio die Indizes outperformt, obwohl ich im Monatsvergleich 0,5% im Minus bin. Besser sieht es aus bei Strong Brand und Market Leader. Dort plus 2,6% im letzten Monat, auch beide Indizes geschlagen. Wenn euch das interessiert, schaut euch mal die Wikifolios an. Ansonsten war das jetzt mein Portfolio-Update Januar 2022. Ich wünsche euch noch eine gute Rendite und ich sage bis zum nächsten Mal.